Hallo, Hi. heute werden wir das Thema WordPress-Dashboard besprechen. Wir haben ja in unseren letzten Tutorials uns darum gekümmert, dass wir die WordPress-Vorlage installieren und haben euch auch schon gezeigt, wie so ein Dashboard ungefähr ausschaut. Heute wollen wir die einzelnen Punkte mal durchbesprechen und euch mal eine Idee geben, was alles möglich ist, was ihr da schon mal befüllen könnt, damit ihr eure Seite gestalten könnt. Genau, machen wir uns jetzt einfach an die Arbeit. Dafür müssen wir wieder auf unsere Seite gehen. Also je nachdem, ihr müsst dann auf eure Domain gehen. Das ist www in unserem Fall girlsandcode.com/wp-admin. Und da müssen wir uns einfach einloggen. Hoffentlich wisst ihr bis jetzt auch die Login-Daten. Und schon sind wir im Dashboard drinnen. Das ist die erste Ansicht, die ihr seht, wenn ihr euch einloggt. Und das ist eigentlich eine Art Überblicksseite, also das Dashboard. Das heißt auch so, wenn ihr links auf die Reiter schaut. Und hier habt ihr eigentlich alle Aktivitäten auf einem Bild. Und ihr könntet theoretisch auch zum Beispiel sofort einen Beitrag schreiben bei diesem Punkt schneller Entwurf. Persönlich nutzen das Dashboard eigentlich nicht. Manchmal kann es gut sein, einen kleinen, kurzen Überblick zu bekommen. Aber wir arbeiten eigentlich gerne dann auch schon gleich drauf los in den anderen Funktionalitäten, die es hier gibt. Allerdings ein wichtiger Punkt unter Dashboard ist der Punkt Aktualisierungen. Wie ihr seht, da leuchtet ein roter Einser. Das bedeutet, dass eine Funktion abgedatet werden muss. Das passiert in regelmäßigen Abständen bei WordPress. Es wird natürlich an der Software immer gearbeitet und das bedeutet, um auf dem neuesten Stand zu sein, muss man halt seine Software regelmäßig aktualisieren. Wir haben beschlossen, heute nur mal den Überblick zu zeigen. Wir werden euch in den nächsten Tutorials dann diese einzelnen Punkte genauer erklären, unter anderem auch zum Beispiel, wie man Plugins aktualisiert. Und was Plugins eigentlich genau sind. Genau. Der nächste Punkt sind die Beiträge. Das ist eigentlich ein sehr wichtiger Punkt, denn da könnt ihr euren Blog schreiben und gestalten. Wie ihr seht, haben wir einen Beitrag schon veröffentlicht. Das könnt ihr daran erkennen. Das steht veröffentlicht. Und einen zweiten in Vorbereitung. Ihr dürft gespannt sein. Der ist aber noch auf privat, weil wir noch daran arbeiten. Hier werdet ihr einfach einen Überblick bekommen, was für Beiträge habt ihr schon geschrieben, woran arbeitet ihr und so weiter. Gleich darunter, unter dem Punkt Alle Beiträge, gibt es schon den Button Erstellen. Ganz intuitiv eigentlich, wenn man draufklickt, kann man eben einen neuen Beitrag erstellen. Wie gesagt, wir gehen jetzt nicht im Detail, aber wir können euch einfach nur sagen, experimentiert ein bisschen, versucht selber den ersten Beitrag online zu stellen. Genau. Dann gibt es hier noch die zwei Punkte Kategorien und Schlagworte. Die besprechen wir dann aber auch in unserem nächsten Tutorial im Detail. Der nächste Punkt ist der Punkt Medien. Hier habt ihr einen Überblick über alle Dateien. In den meisten Fällen werden es wahrscheinlich Fotos sein, die ihr in euren Beiträgen, in euren Seiten hochgeladen habt. Und ihr könntet hier einfach sagen, ihr schaut mal, was ihr alles online habt, ob ihr irgendwas bereinigen müsst. Ja, ich denke, das ist so die wichtigste Funktion. Genau. Wichtig zu sagen ist, also es gibt die Möglichkeit, da Dateien hinzuzufügen. Wir nutzen es eigentlich selten. Warum? Weil wir Fotos, Videos und verschiedene andere Medien direkt in den Beiträgen oder in den Seiten hinzufügen. Also wir arbeiten sehr selten mit der Medienübersicht. Und das führt uns zum nächsten Punkt. Was sind eigentlich Seiten? Das sind die statischen
ja, die statischen Seiten. Seiten. Man kann es nicht erklären ohne das Wort Seiten. Wie ihr seht, haben wir schon da einiges an Arbeit geleistet. Das werden wir euch auch später zeigen, wie das funktioniert. Aber sehr intuitiv wieder auf Erstellen klicken und schon kann es losgehen. Der Unterschied zwischen Seiten und Beiträgen, vielleicht ganz kurz erklärt, die Beiträge sind chronologisch sortiert in eurem Blog, auf eurer Blogseite sozusagen, während die Seiten statisch sind und nicht chronologisch angeordnet sind. Das könnte man sagen, ist vielleicht der Unterschied zwischen den beiden. Der nächste Punkt nach Seiten ist Galleries und dann gleich Testimonials. Die Punkte werden wir heute nicht besprechen, weil sie sehr spezifisch für unsere Seite sind. Also unterschiedliche Themes haben oft unterschiedliche Menüpunkte. Und darauf folgen die Kommentare. Die gibt es überall. Und da kann man sehen, wenn User bei einem Blogbeitrag oder bei einer Seite, je nachdem, wo die Kommentarfunktion installiert ist, da kann man sehen, ob jemand kommentiert hat. Und meistens kann man eben auch entscheiden, ob man einen Kommentar bestätigt oder eben löscht, als Spam markiert und so weiter. Der nächste Punkt im Menü ist der Punkt Design. Der ist relativ umfassend. Wenn ihr direkt auf Design klickt, könnt ihr euch vielleicht erinnern, dass ihr bei diesem Punkt schon mal wart. Das war nämlich der Punkt, wo ihr euer Theme installiert habt. Und wie ihr hier seht, ist es auch aktiv. Das seht ihr unten im Balken. Da steht aktiv und da kann man es anpassen. Dann kommen wir schon zum nächsten Punkt hier, der heißt eben anpassen. Da kommt ihr direkt auf die Übersicht eurer Seite und habt auf der linken Seite ein paar kleine Punkte, die ihr anpassen könnt. Das ist aber auch von Theme zu Theme unterschiedlich. Kann man es dann wieder zumachen und kommt wieder zurück ins Dashboard. So, dann kommen wir zu dem Punkt Widgets. Wir haben versucht, eine Definition dafür zu finden und wir versuchen es hier kurz und knapp mal zu erklären. Die Widgets sind kleine Blöcke, die ihr verwenden könnt für eure Seite, also in der Sidebar, das ist die Seitenleiste, die ihr habt, oder im sogenannten Footer. Der Footer befindet sich unten auf der Seite und hat einige Informationen, zum Beispiel über euch drinnen oder über die Seite. Und die Widgets könnt ihr sehr gut nutzen, um eure Seite besser zu strukturieren. Und um die Besucherinnen und Besucher eurer Seite bestimmten Content zur Verfügung zu stellen. Also zum Beispiel durch eine Suchfunktion, durch ein Archiv, durch Kategorien, durch Tag-Clouds und so weiter. Das sind alles Widgets, die ihr aktivieren könnt und die hier schon im WordPress-Theme integriert sind. Der nächste Punkt ist eigentlich ein sehr wichtiger, das sind die Menüs oder das Menü. Das heißt, hier könnt ihr entscheiden, welches Menü ihr auf eurer Seite haben wollt. Also wir haben momentan ein sehr Basic-Menü installiert und zwar haben wir einfach nur die beiden Reiter Home und About. Wie gesagt, ihr könnt hier sehr flexibel entscheiden, welche Menüpunkte ihr drinnen haben wollt. Wie genau das funktioniert, erklären wir im nächsten Tutorial. Ja, hier gibt es dann noch den Punkt Theme Options. Den gibt es nicht bei jedem Theme. Es macht einige Dinge leichter, wenn ihr diesen Punkt in eurem Theme drinnen habt, weil ihr hier sehr einfach eure Seite anpassen könnt. Wie ihr seht, ihr könnt ganz einfach ein Logo hochladen. Ihr könnt Farben für eure Seite definieren. Ja, ganz einfach. Genau. Dann die nächsten Punkte, Slider Options, das ist auch sehr themespezifisch und die Theme Informations genauso. Also das kann vorkommen bei euch oder auch nicht. Aber ein sehr, sehr, sehr wichtiger Punkt unter Design ist der Editor. Wir waren schon mal drinnen, um unser Google Analytics zu installieren, unseren Tracking Code.
Ja, wir wissen schon, es gibt sehr viel Code da drinnen. Da entsteht eigentlich die Magic für unser Blog, weil ja, da sind alle Funktionen, alles, was euren Blog eigentlich oder eure Seite ausmacht. Der nächste Punkt heißt Plugins. Wir haben versucht, eine Definition dafür zu finden und wir denken, die einfachste Definition ist, dass es hier wie in einem App Store eigentlich zugeht. Das heißt, ihr könnt ein Plugin kaufen. Das ist sozusagen eine Software, die ihr zusätzlich aktivieren könnt und mit der ihr eure Seite individueller gestalten könnt. Also als Beispiel, ihr könntet zum Beispiel ein Newsletter-Plugin dazu kaufen, ihr könnt ein Plugin dazu kaufen, das eure Seite oder eure Beiträge Suchmaschinen optimiert. Es gibt Event-Plugins, das heißt, wenn ihr auf eurer Seite zum Beispiel viele Events abwickeln müsst, könnt ihr hier stöbern und schauen, welches Plugin könnte euch am besten dabei unterstützen, einen Event abzuwickeln oder zu organisieren. Ja. Wichtig zu sagen, es gibt auch Gratis-Plugins, also nicht nur kostenpflichtige. Ja, das Schwierige bei einem Plugin ist eigentlich auch das Auswahlverfahren. Es ist ähnlich wie bei Teams. Es gibt sehr viel davon mit Bewertungen und so weiter. Also wenn ihr auf Installieren klickt, könnt ihr eigentlich schon einige Vorschläge sehen von Plugins. Ihr könnt sehen, was sie machen. Man kann sie einfach installieren, Bewertungen, wann sie aktualisiert worden sind. Eigentlich sehr viele Informationen. Das ist ein sehr wichtiger Teil auch von WordPress und ein Vorteil eben. Der nächste Punkt sind die Benutzer. In diesem Bereich könnt ihr weitere Admins, weitere Editoren und so weiter hinzufügen mit unterschiedlichen Rechten. Auch wieder mal sehr intuitiv neu hinzufügen. E-Mail braucht ihr nur, Benutzername und schon kann es losgehen. Benutzer hinzufügen und das war's. Die Leute bekommen dann die Information per E-Mail zugeschickt und sie können sich dann gleich einloggen. Und unter dem Punkt Dein Profil, auch ganz klar, da könnt ihr Sachen einstellen zu eurem Profil eben. Ja, und dann bleibt uns eigentlich noch ein Punkt übrig, die Einstellungen. Da kommen eigentlich Basisinformationen über eure Seite rein. Wie ihr hier seht, Seitentitel, Untertitel, Uhrzeit, Zeitzonen, Zeitformat, Spracheinstellungen. Auch unter dem Punkt Schreiben. Ja, man Es kann ist hier Formatvorlagen einstellen. ja, es ist im Prinzip sehr, sehr intuitiv. Man muss das nur lesen. Wir werden das dann in weiteren Schritten auch einzeln durchgehen. Aber Ja, für den Anfang könnt ihr euch das einfach mal anschauen. genau. Ja. Ich würde sagen, das war jetzt mal ein guter Überblick über das WordPress Dashboard. Ganz kurz angerissen, was für Punkte es gibt, was man damit machen kann. In den kommenden Tutorials wollen wir die einzelnen Punkte genauer erklären und euch zeigen, wie man mit den Punkten seine Seite anpassen kann. Ja, bis dahin, schaut euch das selber an, experimentiert, es kann wirklich nichts schief gehen und wir würden uns freuen, von euren Erfahrungen eigentlich zu hören. Genau. Und wir würden uns auch freuen, wenn ihr unseren YouTube-Kanal abonniert, wenn ihr unsere Videos shared, wenn ihr unsere Facebook-Fans werdet, uns auf Twitter folgt und so weiter. Bis zum nächsten Mal. Ciao! Tschüss!